Gut, wir haben natürlich 1000 Abi-Fragen. Also, super. Die erste ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wisst ihr noch, was euer Abi-Motto war? The Last 90s Kids. Weil wir sind eigentlich auch alle keine richtigen 90s Kids mehr gewesen, aber halt die letzten, die 99, 98 geboren sind. Und deswegen war das so unser Motto und dann haben wir alles so geschmückt und ja. Aber ich dachte, im Abi-Motto muss immer Abi mit drin sein, so. So wie Abikalypse zum Beispiel. Also voll viele haben ja geschrieben so, ah, Abikalypse Abi ist mein Abi-Motto und wir haben gerade Abi gemacht. Nee, wir hießen einfach The Last 90s oder so, 90s Kids. Die waren so eine Sonderschule. Du warst eine Sonderschule. ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich habe es leider auch so verpasst, die ganze Abi-Ball und so, weil ich da gedreht habe. Das ist wirklich ein bisschen schade. Das vermisse ich auch ein bisschen so, wenn ich zurückdenke. Gerne, Abi-Ball hätte ich gerne mitgemacht und so. Dafür hast du es jetzt nochmal so ein bisschen. Ja, total, heute Abend. Aber Abi-Streiche, warst du dabei? Oder du, was habt ihr für Streiche gemacht? Auch verpasst. Abi- Nur Videos dann gesehen und dachte so, ich wäre so gern dabei gewesen. Abi-Streich war ich auch, also beim Abi-Ball war ich da, aber beim Abi-Streich auch nicht. Und ich glaube, wir haben so Spiele nachgestellt, so irgendwie Gameboy, Nintendo-Spiele, irgendwie sowas und haben halt alles ein bisschen im so 90s-Look gemacht, so Neon, Schallplatten, bla bla. Ich glaube, das war so ein bisschen. Und halt schulfrei für alle. Geil. Würdest du denn sagen, Lea, dass du, dadurch, dass es bei dir erst ein Jahr her ist, irgendwie besonders vorbereitet jetzt in den Dreh gegangen bist, weil du ja noch richtig weißt, wie sich das angefühlt hat? Ja, tatsächlich war das Abi bei mir dann ja nur ein paar Monate eigentlich fast her, weil wir im Oktober gedreht haben. Aber ich habe ziemlich schnell alles verdrängt. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass ich mal in der Schule gesessen habe. Das ist für mich schon so vollkommen verdrängt. Aber dieser ganze Abi-Strang, der ist im Nachhinein, haben wir den als Charaktere im Film ja sozusagen auch schon erlebt. Und es geht dann ja eher so um diese Existenzängste, die man hat. Und ich glaube, mit denen kann man sich als Mensch wahrscheinlich, egal in welcher Altersstufe man ist und egal, ob das Abi gerade passiert ist oder nicht, wahrscheinlich immer identifizieren. Deswegen war der Zugang eigentlich ganz gut da. Hätte ich jetzt vielleicht den ganzen Tag in der Schule sitzen müssen, wäre es was anderes gewesen. Jetzt hört man, das ist ja, ne? It's. Aber man ist okay, das jetzt gewesen, oder? Vom Ton? Ja. Gut. Läuft. Es wird ja häufig jetzt schon im Vorhinein der Film mit Project X verglichen. Das war bei mir damals echt so eine Zeit, wo ich irgendwie 17 war und wir dann alle so Facebook-Partys geschmissen haben. Was würdet ihr sagen, wie viel von Project X steckt jetzt in Abikalypse? Naja, also als wir das Drehbuch bekommen hatten, damals, da war tatsächlich noch, da hat doch die Schule gebrannt und was weiß ich, Helikopter und Gedöns und so. Da hat ganz schön viel drin gesteckt, aber jetzt haben wir uns dann doch am Ende beim Dreh sehr auf die Inhalte konzentriert, die neben dieser ganzen Party, in dieser Partyvorbereitung und so sind. Ja, für mich ist diese Apokalypse auch so ein bisschen in den Charakteren so oder was zwischen denen passiert und haben aber trotzdem zudem natürlich total schöne große Partybilder. Also was dann teilweise so da aufgefahren wurde, auch am Set, war schon krass. Aber ich finde, es wäre falsch, wenn man jetzt denken würde, irgendwie die Elefanten kommen über die Schule getrampelt und irgendwo kommen noch so Geister her und Lukas ist die ganze Zeit oberkörperfrei. Und, also ist er aber. Genau. Okay. Lukas, du hast mal gesagt, dass du ein bisschen mit deiner Rolle gemein hast, dass du dich auch nicht so gut entscheiden kannst. Hast du dich da irgendwas geändert? Hast du jetzt irgendwas herausgefunden? Total. Ich weiß genau, was ich will. Immer. Ich habe vorgeplant bis an mein Lebensende und ich weiß immer genau, was ich will. Die Lobbys waren mit euch am Set. Die waren die Associate Producer. Wie war das mit denen? Die waren super cool. Also die waren ja einen Tag da, Lukas. Und waren die Associate Producer? Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Cool. Aber ja, nee, war voll easy mit denen, ne? Ja, die waren an unserem Hüpfburgentag, der war allgemein sehr lustig, so weil wir in den Pausen immer dann da irgendwie im Paradies rumhüpfen konnten. Und dann sind die da rumgetobt und hatten auch ihren Spaß. Ne? Ja, und die waren total cool und es hat irgendwie Spaß gemacht, ja. Was würdet ihr denn generell so beim Dreh sagen? Also Jerry hat in seinem EPK-Interview gesagt, es war irgendwie ein totaler Ritt. Wie hat sich das für euch angefühlt? Vor allem, gab es da irgendwer, der besonders immer ausgeflippt ist von euch, so ein richtig vernünftiger oder ein mitgegangen beim Feiern? Ich glaube, wir sind alle ein bisschen mitgegangen beim Feiern, oder? Alles. Habe ich das Gefühl. Also ich finde schon, dass wir ganz schöne so Gruppendynamiken hatten, so unterschiedlich. Also wenn die drei Jungs mal aufgedreht sind, dann war ich irgendwann mal so... Die Mutti. Und dann aber an anderen Stellen dann alle so durcheinander und irgendwie die ganze Zeit umarmt. Und es war, weiß ich nicht, ich finde, wir haben uns sehr gut ergänzt. Ja. Und immer wieder gegenseitig runtergeholt und hochgeschaukelt, wenn der alles. Tag sehr lang wurde und so. Also das kann man schon sagen, es war schon ein Ritt.
Aber es war einfach so, ja, so voller Leidenschaft und ja, alle haben es so gelebt. Und ich glaube, wir haben uns, es war wirklich schlimm, der letzte Drehtag war echt, ich dachte so, Gott. Ja. Du hast geheult. Ja, ich weiß. Wir haben alle geheult. Das steht ja auch in der Frage. Ich habe die nämlich bekommen. Lea hat in der Insta-Story ein paar Tränchen gehabt. Stimmt, ja. Habt ihr dann irgendwie zum Abschied dann nochmal eine richtige Party geschmissen? Wie ist für Apokalypse gedacht? Unsere Abschlussparty war ziemlich gut. Wir haben alle hart getanzt. Das war super. Ich wäre auch nie gegangen, aber irgendwann mussten wir gehen. Jetzt waren das irgendwie 26 Tage Zeit. Gab es da besondere Herausforderungen und ihr dachtet so, Gott, wie schaffen wir das? War das anders als sonst beim Dreh? Ja, also die Herausforderungen waren die 26 Tage. Weil das ein ja wenig ist. Also ich glaube, so 31 oder 30 wären perfekt für unser Pensum gewesen. Dann hätten wir richtig entspannt arbeiten können. Aber wie das immer so ist beim Film, dann ist es so schnell, schnell, wir müssen noch und wir können und bla. Und wir haben mit unserem Herz und unserer Liebe zu diesem Projekt, glaube ich, das so ein bisschen wieder wettgemacht und waren dann irgendwie konzentriert und haben 5 Minuten überzogen und haben dann einfach irgendwie Gas gegeben und das hat dann irgendwie am Ende geklappt. Es ist ein geiles Ding geworden. So. Voll. Und das ist aber ganz lustig, weil ich habe dann so überlegt, wie viele Outtakes wir dann hatten. Es war wirklich so krass. Wir waren so in den Pausen teilweise so aufgedreht. Die Jungs haben die ganze Zeit gesungen in den Pausen zwischen den Trailern. Ich dachte, ich habe die besten Musikvideos von euch. Ich werde die noch verkaufen. Beim Film, sobald die Kamera lief, war so totale Konzentration. Also das habe ich auch selten so erlebt, dass man so wusste, okay, alle sind an einem Strang. Wir müssen durchziehen. Es ist einfach so ein straffes Pensum. Wir wollen ja alle Einstellungen schaffen, so ungefähr. Und das war cool. Es war irgendwie eine gute Balance. Work-Life-Balance. Das hast du, oder ihr habt es eigentlich alle, ich habe eure EPK-Themus geschnitten, ihr habt es eigentlich alle gesagt, dass es beim Casting auch schon den magischen Moment gab, oder ihr einfach von Anfang an so vier Freunde wart. Und das sieht man dann ja hoffentlich auch im Film. Wenn ihr jetzt als Lea und Lukas eine Party planen würdet, was darf da nicht fehlen und wie würdet ihr aussehen? Also, ich würde wahrscheinlich erstmal in eine Krise bekommen, weil wenn man sowas selber planen muss, finde ich es total, ich bin dann so, ich will dann, dass es allen gefällt, dass es allen gut geht und so. Das würde mich verrückt machen, aber da nebenan wäre mir, glaube ich, Musik sehr, sehr wichtig, also ein richtig guter DJ, eine gute Location, in der man schon auch irgendwie zum Tanzen kommt, wo man sich aber trotzdem auch unterhalten kann. Ich glaube, das wäre so, da wäre mir Musik am wichtigsten. Dann irgendwie, ja, Alkohol wäre mir gar nicht so wichtig. Ist ja leider so ein bisschen, kommst ja fast auf keine Party, wo es ohne geht. Aber ja, Musik wäre mir am wichtigsten. Ich habe auch gemerkt, gute Location. Irgendwie eigentlich, also die besten Partys waren immer völlig egal, wo die waren. Es war immer wichtig, dass irgendwie tolle Leute um mich rum waren. Mhm. Dann war es eigentlich immer ein perfekter Abend. Und die Musik ist extrem ausschlaggebend. Voll. Also da würde ich auch mich als allererstes um Musik kümmern, um irgendwie, ihr kennt das doch so, so Playlist-Shaming, so, ey, mach mal ran und so, ja, aber die ist nicht gut und so, und dann macht irgendjemand Musik an und dann, naja, kennen wir alle. Und da würde ich mich wirklich vorher drum kümmern, dass das am Abend dann geklärt ist und dann ist eigentlich, steht der Party nichts mehr im Wege. Dann ist auch egal, wie die Deko ist oder ob, was weiß ich, was für Getränke da sind, das ist dann alles Nebensache. Jetzt ist, finde ich, noch ein großes Thema auch mit dem Film Social Media. Was würdet ihr sagen, was sind Momente, wo Social Media Vorteile hat und wo gibt es auch die Nachteile? Was machst du, Vorteile oder Nachteile? Wollen wir uns aufteilen? Dann mache ich die Vorteile. Also ich finde, dass Social Media eine tolle Plattform ist, um sich irgendwie auszutauschen, in Kontakt miteinander zu treten. Natürlich auch eine gute Plattform, um auch so Self-Promotion zu machen, gerade als Schauspieler. Das ist natürlich schön, wenn man einfach sagen kann, hey, unser Film kommt raus, geht rein. Das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, die wir haben. Man kann sich inspirieren lassen. Also ich folge zum Beispiel so Seiten wie Utopia oder so Leuten, die so Zero-Waste-Geschichten machen. Und das ist dann, da kriegt man dann so Anreize mit. Dafür schätze ich Social Media. Und ich glaube, die Nachteile an Social Media sind, dass es halt, man darf es nicht vergessen, es ist so eigentlich so eine digitale Welt. Und du kannst auch da machen, was du willst. Und da gerät man schnell in diesen Sog, irgendwie so eine Fake-Welt zu erschaffen und sich damit auch zu identifizieren. Da muss man ein bisschen schaffen. Das könnte wirklich ein Nachteil werden, wenn du dich zu sehr über diese ganzen Oberflächlichkeiten und deine Follower und Likes identifizierst. Und das ist auch so ein bisschen ein Message vom Film, dass man da vielleicht das mal ganz kritisch hinterfragt, auch diese ganze Party und ey, Follower und so. Das ist ein bisschen das Ding, dass man da aufpassen muss, dass man wirklich guckt, was sind denn meine Werte, wofür lieben mich meine Freunde und das sind sicher nicht die Follower und Likes. Ja,